In diesem Jahr feierte die ungarisch-deutsche Selbstverwaltung von Erdős Mecske das Jubiläum des örtlichen ungarisch-deutschen Freundschaftskreises zusammen mit dem 10. ungarisch-deutschen Nationalitäten-Nachmittag. Die zweitägige Veranstaltung hieß alle Interessierte jeden Alters willkommen. Ja, also unser Freundeskreis wurde 1999 gegründet auf Initiative von hiesigen Jugendlichen. Und es hat uns mit sehr großem Stolz erfüllt, dass damals, also noch vor den 2000er Jahren, auch hier so etwas entstanden ist. Und seither haben wir diese Tätigkeit dann auch sehr aktiv fortgesetzt und in den 25 Jahren auch sehr viele Meilensteine erreicht. Wir haben eine eigene Begegnungsstätte einrichten können. Da haben wir mehr als 15 Jahre lang gewohnt und vor 5 Jahren ist es uns gelungen, mit der deutschen Selbstverwaltung auch einen eigenen Sitz zu kaufen und dorthin umzuziehen. Also das ist schon unsere zweite Begegnungsstätte sozusagen. Und was uns auch mit Stolz erfüllt, dass wir in jedem Jahr sehr, sehr viele Reisen unternehmen. Also eine Teambildungsreise sozusagen in jedem Jahr. Dann nehmen unsere Freundeskreismitglieder teil und dann fahren wir an unterschiedliche Orte, waren unter anderem auch schon in Kroatien und auch in Österreich. Ja, also Mitglied werden kann jeder, der in Mecske einen festen Wohnsitz hat. Er kann Deutsch, Ungarndeutsch oder auch Ungarisch sein, also da machen wir keinen Unterschied. In diesem Jahr haben wir ziemlich viele neue Mitglieder bekommen, denn deutsche Familien sind hierher gezogen, haben uns bei verschiedenen Programmen und Veranstaltungen gesehen, waren dann so begeistert davon, was wir machen, dass sie sich auch gerne beteiligen möchten und dann sind sie auch beigetreten. Sie wurden auch von den älteren Mitgliedern sehr herzlich empfangen und sind seitdem auch mit dabei und seitdem sind sie auch aktive Mitglieder und beteiligen sich an unserer Arbeit. Das ist eine kulturelle Arbeit, also wir organisieren Veranstaltungen für den Kindergarten, für die Rentnergeneration und auch vieles, wo wir die Generationen verbinden. Die letzten 25 Jahre wurde mit einer Ausstellung in der Galerie des Kulturhauses gefeiert. Am nächsten Tag wurde ein Kulturprogramm für die Gäste organisiert. Eigentlich sind es 2 Tage, also wir haben gestern Abend mit einer Ausstellungseröffnung begonnen. Da waren auch so etwa 40 Leute schon mit dabei. Und wir haben ein bisschen diese 25 Jahre in Paneelen, was man auch hier hinter mir sieht, vorgestellt. Und am heutigen Nachmittag gibt es ein Kulturprogramm mit einigen Festreden. Dann treten natürlich unsere Kindergartenkinder auf und danach erwartet die Anwesenden eine Stimmungsparade. Und ich hoffe natürlich, dass viele aus dem Dorf auch kommen werden. An der Veranstaltung nahm auch Zoltán Schmidt, der Vizepräsident des Verbands der ungarisch-deutschen Selbstverwaltungen in Branau, teil. Er betonte, dass solche Organisationen in kleineren Siedlungen von entscheidender Bedeutung sind, da sie nicht nur zur Gestaltung der Gemeinschaft, sondern auch zur Pflege der ungarisch-deutschen Kultur beitragen. Wir haben sehr viele Vereine in der Branau. Ich kann gar nicht zusammenzählen, wie viele, aber wahrscheinlich so um 60, 70, 80 ganz bestimmt. Einer davon ist der Mecske-Verein, der deutsch-ungarische Freundeskreis Mecske. Vor 25 Jahren wurde er gegründet und wie auch viele Vereine in dieser Zeit, also Anfang der 90er Jahre, wurden viele solche Vereine gegründet. Die waren die Basis eigentlich zu den Selbstverwaltungen, weil dieses System, die Vereine, das zivile Leben, die zivile Sphäre war unmittelbar nach der Wende schon gewählt und gegründet worden und die Selbstverwaltungen kamen erst 5 Jahre später. Also die Vereine, die Zivilsphäre ist die Basis, deswegen sind sie wichtig. Ein Verein zu haben ist wichtig, weil wenn nur eine Kulturgruppe nur so frei existiert, ist auch gut natürlich, aber auf Vereinsbasis, ein Verein kann viel mehr machen. Ganz einfach, ein Verein kann viel mehr Gelder beantragen, zum Beispiel bei Bewerbungen. Es gibt den Bettlengaborfonds und so weiter, aber auch viele andere Bewerbungen kann man schreiben. Und man lebt vom Geld und auch die Vereine leben vom Geld, wenn man eine Kulturveranstaltung will, wie auch das heutige hier. Dazu braucht man Geld und ein Verein kann dazu Gelder verschaffen von verschiedenen Stiftungen. Einfach dazu ist es gut und die Vereine im ungarisch-deutschen Leben waren auch vor dem Krieg schon immer wieder. Das waren viel mehr Vereine als jetzt. Heute haben wir Kulturvereine, aber früher waren Feuerwehrvereine und Schützenvereine und alles Mögliche in den ungarisch-deutschen Dörfern vor 1945. Jetzt sind diese Kulturvereine da, aber darüber sind wir auch froh. In Erdős Mecske werden die Kinder von klein auf mit deutschen Traditionen vertraut gemacht, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet werden.
Ja, also zum Glück haben wir vieles von den älteren Generationen übernommen und wir haben auch hier vor Ort einen Kindergarten, den derzeit ungefähr 16 Kinder besuchen. Also von klein auf wird schon Wert darauf gelegt, dass sie Tänze, Reime, Sprüche erlernen. Danach setzen sie das auch in der Grundschule fort und viele gehen dann auch in Gymnasien weiter, wo sie auch mit Deutsch sich beschäftigen können. Hier vor Ort ist vor allem unser Verein, kann ich sagen, derjenige, der für die Kultur zuständig ist, für die ungarn-deutsche Kultur. Wir machen sehr viele unterschiedliche Programme. Zum Glück haben wir einen sehr guten Kontakt mit der Metzger Deutschen Selbstverwaltung. Also wir arbeiten sehr eng zusammen und verwirklichen alles wirklich gemeinsam. Und unser großer Partner ist auch noch der Rentnerclub. Also wir können mit Stolz sagen, dass wirklich jede Generation vertreten ist. Die Abschlussveranstaltung der Jubiläumsfeierlichkeiten fand in guter Atmosphäre im Kulturhaus statt.